Hallo und willkommen hier in der Deutz Fahr Arena in Lauingen. Es freut uns sehr, Ihnen heute die neuen Modelle der Serie 6 TTV genauer vorstellen zu dürfen. Vier verschiedene Modelle mit Leistungen von 192 PS im 6190 TTV bis 230 PS im 6230 TTV runden die Serie 6 TTV nach oben hin ab. Zudem ist der 6230 TTV auch in einer speziellen Heavy-Duty-Ausführung erhältlich. Hierzu aber später mehr. Auch die neuen Modelle der Serie 6 TTV werden im Deutz Fahrland, dem modernsten Traktorenwerk Europas, gefertigt. Direkt gegenüber von hier. Dank der modernen Fertigungsanlagen wird sichergestellt, dass jeder Traktor höchste Qualitätsstandards erfüllt. In den neuen Modellen arbeiten die bekannten und bewährten Deutz-Stufe 5 Motoren mit bis zu 230 PS Maximalleistung. Neben der Motorleistung wurde auch das maximale Drehmoment erhöht. Es erreicht im 6230 TTV beeindruckende 970 Newtonmeter. Folglich können Sie bei der Arbeit die Motordrehzahl niedriger halten und dadurch Kraftstoff sparen. Für maximale Kühlleistung sind alle Modelle mit einem Aluminiumkühlpaket ausgestattet. Dank kompakterer Bauart konnte die Motorhaube des 6190 TTV um 40 mm niedriger positioniert werden, um somit eine noch bessere Übersicht zu gewährleisten. Angesichts immer engerer Erntefenster gewinnen kurze Transportzyklen an Bedeutung. Einzigartig in dieser Klasse bieten wir Ihnen daher nun auch für die Modelle 6210 TTV und 6230 TTV die 60 km/h Option an. Dank des neuen TTV-Getriebes kann die Motordrehzahl auch bei Maximalgeschwindigkeit niedrig gehalten werden und beträgt bei 60 km/h nur 1799 Umdrehungen pro Minute. Neben der Höchstgeschwindigkeit werden Sie zudem vom Fahrverhalten aller Modelle begeistert sein. Ein extrem zügiger Richtungswechsel, eine schnelle und unterbrechungsfreie Beschleunigung sowie höchste Zugleistung bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad sind nur einige der Stärken des neuen, stufenlosen TTV-Getriebes. Lassen Sie uns die Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst am Beispiel des 6230 TTV genauer anschauen. Das neue, stufenlose TTV-Getriebe wurde von Grund auf neu entwickelt. Hierbei standen die Effizienz, Langlebigkeit und extreme Zugleistung im Vordergrund. Nach Zehntausenden von Entwicklungs- und Teststunden ist das Ergebnis ein neuer Meilenstein im Bereich der stufenlosen Fahrantriebe in der Landtechnikbranche. Das einzigartige stufenlose TTV-Getriebe. Dank des separaten Clean Oil Hydrauliksystems wurde die Ölmenge im Getriebe optimiert, Planschverluste somit vermieden und die Effizienz erhöht. Daneben konnten die Getriebeölwechselintervalle auf 2000 Stunden verlängert werden. Wie bei allen TTV-Getrieben beinhaltet auch das neue TTV-Getriebe je eine Kupplung für die Vorwärts- sowie Rückwärtsfahrt. Zudem zwei Bereichskupplungen für die erste sowie zweite Fahrstufe. Im Zusammenspiel mit dem mehrstufigen Planetengetriebe und den Hydrostaten entstand einem Aufbau einfaches, jedoch sehr effizientes hydromechanisches leistungsverzweigtes Getriebe. Eine Besonderheit des TTV-Getriebes weist hierbei der Hydrostat auf. Denn je nach Fahrgeschwindigkeit arbeiten die hydraulischen Einheiten entweder als Hydropumpe oder als Hydromotor. Möglich macht dies das zweistufige Planetengetriebe in Verbindung mit den Bereichskupplungen. Lassen Sie uns nun aber losfahren. Wie bei allen TTV-Getrieben bietet auch das neue stufenlose TTV-Getriebe die Power Zero Function. Hierbei wird der Traktor nach Vorwahl der Fahrtrichtung ganz ohne Ihr Zutun im aktiven Stillstand gehalten. Möchten Sie nun beschleunigen, geschieht dies in der ersten Fahrstufe ganz ohne mechanische Schaltvorgänge und immer ruckfrei. Während der zügigen Beschleunigung des Traktors nähern sich die Drehzahlen der Bereichskupplungen bis zum perfekten Synchronlauf an. Hier wechselt das Getriebe vollautomatisch in die zweite Fahrstufe. Da der Gruppenwechsel innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde stattfindet, nimmt dies der Fahrer nicht wahr. In der zweiten Fahrstufe verändert sich der gesamte Kraftfluss im Getriebe. Die Aufgaben der hydraulischen Einheiten werden getauscht. Der Hydromotor arbeitet nun als Hydropumpe, die Hydropumpe arbeitet nun als Hydromotor.
Möglich macht dies das mehrstufige Planetengetriebe, welches den Kraftfluss nicht nur in den mechanischen und hydraulischen Bereich aufteilt, sondern im Anschluss auch wieder zusammenfügt. Dank dieses innovativen Aufbaus bietet Ihnen das neue stufenlose TTV-Getriebe den besten Technologiemix, damit Sie Ihre Arbeit noch schlagkräftiger, komfortabler und effizienter verrichten können. Um Ihnen eine hohe Nutzlast von bis zu 5,4 Tonnen zu bieten, wurde unabhängig der Maximalgeschwindigkeit das zulässige Gesamtgewicht auf 14,5 Tonnen erhöht. Auf Wunsch können für die Modelle 6210 TTV und 6230 TTV die bewährten trockenen Scheibenbremsen geordert werden. Daneben sind für verbesserte Traktion, Komfort und Sicherheit alle Modelle serienmäßig mit der intelligenten Vorderachsfederung ausgestattet. Für die neuen Modelle der Serie 6 TTV ist auch die Dual-Speed-Frontzapfwelle lieferbar. Diese bietet zwei Drehzahlen und kann somit mit den Eco-Heckzapfwellendrehzahlen genutzt werden. Das bedeutet maximale Effizienz bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch. Dank des neuen Clean Oil Hydrauliksystems konnte die entnehmbare Ölmenge auf stattliche 60 Liter vergrößert werden. Und für eine maximale Betriebszeit muss das Hydrauliköl nur alle 2000 Stunden gewechselt werden. Fokussieren wir uns nun auf Zapfwelle, Hydraulik und den Heckkraftheber. Neben hohen Hubkräften bietet der Heckkraftheber nun zusätzlich eine Transportposition für die Unterlenker. Die optionale Load Sensing Hydraulik mit 160 Liter pro Minute Förderleistung kann für maximale Vielseitigkeit mit bis zu 7 Zusatzsteuerventilen geordert werden. Zudem werden die Zapfwellendrehzahlen nun komfortabel elektrohydraulisch geschaltet. Um eine 100%ige Kompatibilität mit allen zertifizierten Isobus-Anbaugeräten sicherzustellen, ist die Serie 6 TTV mit Isobus-Schnittstellen der neuesten Generation ausgestattet. Weitere Informationen zum Thema Isobus finden Sie unter deutzfahr.com. Ab sofort können alle Modelle der Serie 6 TTV mit der voll integrierten Frontladervorbereitung ReadyKit ab Werk geordert werden. In Verbindung mit der EasySteer-Schnelllenkung und dem einstellbaren Power Shuttle werden schnelle Ladezyklen erreicht. Zusammen mit dem Profiline-Frontlader FZ80.1 erhalten Sie mit den neuen Modellen der Serie 6 TTV leistungsstarke Frontladertraktoren. Dank der Aushubhöhe von über 4,5 Metern sowie einer Ausbrechkraft von über 3750 Dekanewton werden Sie von der Schlagkraft und Leistungsfähigkeit begeistert sein. Aber lassen Sie uns nun einen Blick in die MaxiVision-Kabine werfen. Sobald Sie in der neuesten Generation der MaxiVision-Kabine Platz genommen haben, wird Ihnen das neue Lenkrad sowie die neuen grafischen Oberflächen des iMonitors und des Infocenters auffallen. Für maximalen Komfort bietet der MaxDynamic-Ledersitz zusätzlich zum aktiven Klimasystem auch einen 23-Grad Drehadapter sowie einen neuen ergonomischen Verstellmechanismus der Armlehne. Darüber hinaus wurde die Position der pneumatischen Kabinenfederung optimiert. Neben der Monitorschiene sind auch zwei USB-Ladegeräte integriert worden, damit Ihre mobilen Geräte den ganzen Tag über einsatzfähig bleiben. Und die Klimaanlage bietet jetzt zwei zusätzliche Düsen und ein verbessertes Filtersystem für maximale Leistung bei gleichzeitig leiserem Betrieb. Dank den neuesten Technologien für Spurführung und Telemetrie erreichen Sie maximale Präzision und Effizienz an langen Arbeitstagen. Dabei unterstützt Sie auch die Autoturn-Funktion, welche den Traktor am Vorgewende vollautomatisch und ohne manuelles Zutun wendet. Die dafür benötigte präzise und zuverlässige Positionierung wird mit dem neuen SR20-Empfänger sichergestellt. Dieser empfängt verschiedenste Satellitensysteme, darunter auch das neue europäische Galileo-Satellitensystem. Daneben wechselt das neue Modem zur Nutzung von RTK NTRAP immer in das lokal bestverfügbare Mobilfunknetz und ist selbstredend LTE-fähig. Standardmäßig beinhalten die Modelle der Serie 6 TTV ein Datenpaket. Kostenlos im ersten Jahr bietet es eine Lizenz für das SDF-Flottenmanagement. Mit diesem können Sie maschinenspezifische Daten in Echtzeit empfangen, dadurch den Traktor analysieren, überwachen und Einsätze optimieren. Zudem beinhaltet es einen Fernzugriff, um im Bedarfsfall sofortige Unterstützung durch den Händler zu erhalten. Es ermöglicht auch die Nutzung der AgriRouter Datenaustauschplattform. Die Austauschplattform transportiert die Daten zuverlässig vom iMonitor zum gewünschten Endpunkt
und vereinfacht damit Ihre Arbeitsprozesse. Wie Sie sehen, ist der iMonitor Ihr zentrales Bedienelement. Er vereint verschiedenste Funktionen des Traktors sowie der Spurführung. Zudem können bis zu 4 Kameras dargestellt werden. Erweiterten Bedienkomfort bietet Ihnen das MMI mit seinen 3 programmierbaren Kurzbefehltasten. Die Getriebehauptseite des iMonitors bietet nun die Möglichkeit, zusätzlich 3 individuell einstellbare Fahrzeuginformationen anzuzeigen. Da der iMonitor eine Vielzahl an Funktionen zeitgleich darstellen kann, gibt es zudem die Möglichkeit, den Bildschirm flexibel mit einem Tablet zu erweitern. Dank Xtend wird dieses mit dem iMonitor verbunden und ist anschließend in der Lage, die Spurführung oder ein Isobus Universalterminal anzuzeigen. Somit kann man zum Beispiel mit dem iMonitor die Spurführung verwenden und das automatische Schalten der bis zu 200 Teilbreiten verfolgen, während man am Tablet das Isobus Universalterminal darstellt. Da das Tablet kabellos mit dem iMonitor verbunden ist, können Sie es zudem bequem von außerhalb der Kabine bedienen, um direkt am Anbaugerät Einstellungen vorzunehmen. Gerüstet für die Zukunft ist die Serie 6 TTV TIM Ready. TIM erlaubt eine Kommunikation zwischen Traktor und Anbaugerät in beide Richtungen. Das Ergebnis? Das Anbaugerät steuert automatisch bestimmte Funktionen des Traktors, wie zum Beispiel die Steuerung der Fahrgeschwindigkeit oder das Öffnen der Ballenkammer. Da die Maschine so optimal ausgenutzt werden kann, steigert TIM die Effizienz und Qualität der Arbeit, während der Fahrer zeitgleich entlastet wird. Während der Entwicklung der neuen Modelle wurde besonderes Augenmerk auf beste Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit gelegt. Die verbauten Hochleistungsluftfilter beinhalten für maximale Standzeit serienmäßig Zyklonvorabscheider, welche 95% der Grobpartikel im Voraus abscheiden. Damit sie auch lange Einsatztage überstehen, fasst der neue Kraftstofftank nun 420 Liter. Im Auftritt haben wir einen Druckluftanschluss integriert, mit welchem Sie die Kühler und die Kabine reinigen können. Die dafür benötigte Druckluftpistole samt Schlauch kann komfortabel im zusätzlichen Werkzeugkasten oberhalb des Tanks gelagert werden. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Werkzeugkiste. Unterhalb haben wir einen Überbrückungspol integriert. Und zur Überprüfung der Sicherungen können Sie die Testfunktion auf der Platine in der Kabine nutzen. Um Ihnen eine noch schnellere Wartungsroutine zu ermöglichen, wurden auch die Positionen der Ölstandsgläser optimiert. Zusätzlich zu den Schaugläsern des Getriebe- und des Frontzapfwellenöls lässt sich nun auch der Ölstand des Clean Oil Hydrauliksystems leichter kontrollieren. Im Heck wurden die Anschlüsse bewusst tief angeordnet, damit Sie Ihre Anbaugeräte leicht ankuppeln können. Sollten Sie diese an die K80 kuppeln, profitieren Sie zusätzlich von einer Stützlast von 4 Tonnen und dies sogar bei 60 km/h. Je nach Ihren Anforderungen können die Modelle der Serie 6 TTV mit einem hydraulischen, einem pneumatischen oder einer Kombination aus beiden Anhängebremssystemen ausgestattet werden. Das hydraulische Bremssystem bietet eine Dual-Mode-Funktion, die es Ihnen ermöglicht, neue und alte Anhänger anzuschließen. Daneben beinhaltet das pneumatische Bremssystem ein patentiertes Advanced Trailer Brake Management, kurz ATBM. Für verkürzte Ansprechzeit beaufschlagt ATBM Druck, sobald Schub erkannt wird. Während des Bremsvorgangs optimiert es zudem die Bremsleistung der Anhänger. Somit wird der Bremsweg signifikant reduziert und die Stabilität beim Bremsen erhöht. Für noch mehr Sicherheit und Komfort im Transport können die neuen Modelle der Serie 6 TTV mit einer Motorbremse ausgestattet werden. Für eine optimierte Verzögerung aktiviert diese vollständig den Viscolüfter. Beste Tonqualität erhalten Sie in der MaxiVision-Kabine mit dem optionalen DAB Plus Radio, welches serienmäßig eine Freisprechfunktion enthält. Über das InfoCenter Pro haben Sie schnellen Zugriff auf Ihre letzten Anrufe. Und über Bluetooth können Sie Ihre Lieblingssongs direkt von Ihrem Smartphone aus abspielen. Das nun geteilte Handgas werden Sie sicherlich zu schätzen wissen. Denn damit können Sie spielend leicht die minimale Motordrehzahl festlegen, während Sie mit dem Eco-Power-Potentiometer die maximale Drehzahl begrenzen. Damit Sie auch zu später Stunde voll konzentriert bleiben, beleuchten die 23 LED-Arbeitsscheinwerfer den Bereich rund um die Serie 6 TTV extrem hell und weit aus.
Und nach getaner Arbeit können Sie, dank der Coming-Home-Funktion, den Abstellplatz Ihrer neuen Serie 6 TTV sicher verlassen. Sie sehen, die neuen Modelle der Serie 6 TTV sind wahre Multitalente und bieten die besten Technologien für professionelle Landwirte und Lohnunternehmer. Für extreme Einsatzbedingungen ist das Modell 6230 TTV zusätzlich in einer speziellen Heavy-Duty-Ausführung lieferbar. Mit dem 6230 TTV HD können Sie, dank des verbauten 505 Liter Kraftstofftanks, auch die längsten Einsatztage überstehen. Zudem sorgen die größeren Reifenkombinationen für noch besseren Vortrieb. Daneben bietet Ihnen die HD-Variante ein zulässiges Gesamtgewicht von 15,5 Tonnen und somit gut 600 Kilo mehr Zuladung. Dank der optionalen Load-Sensing-Anlage mit 210 Liter pro Minute Pumpenleistung und 90 Liter entnehmbarer Ölmenge werden auch die Anforderungen der anspruchsvollsten Anbaugeräte erfüllt. Mit den neuen Modellen der Serie 6 TTV von 192 bis 230 PS haben Sie immer komfortable und leistungsstarke Partner an Ihrer Seite. Suchen Sie nach einem kompakten und extrem wendigen Modell mit hoher Hydraulikleistung sowie hoher Zuladung, dann ist der neue 6190 TTV genau das Richtige für Sie. Möchten Sie darüber hinaus von 60 km/h Endgeschwindigkeit sowie eines längeren Radstandes profitieren, dann sind die Modelle 6210 TTV und 6230 TTV die beste Wahl. Hergestellt im Deutz-Fahrland in Lauingen vereinen alle Modelle exzellente Leistung mit herausragender Qualität und innovativer deutscher Technik. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie deutzfahr.com und wenden Sie sich an Ihren Deutz-Fahrhändler vor Ort, um noch mehr zu erfahren und eine Vorführung zu vereinbaren. Erstklassige Leistung, die neue Serie 6 TTV von Deutz-Fahr.